Ich will auch kurz begründen, warum wir uns damit auseinandersetzen. Jetzt könnten wir ja einfach alternative Heilmethoden besprechen. Einige, wir werden das ja auch noch tun, auf dem Programm in dieser Woche stehen ja chinesische Heilmethoden, insbesondere Akupunktur. Dann steht da die Homöopathie, dann die Bachblütentherapie und auch Yoga werden wir noch behandeln, als typische Beispiele dafür. Nun gibt es insgesamt in Deutschland allerdings mehrere hundert alternative Heilmethoden. Viele sind sich durchaus ähnlich von ihrem Konzept her. Da wir nicht alle besprechen können, ist es mir wichtiger, euch einige Kriterien an die Hand zu geben, anhand derer ihr selbst auch alternative Heilmethoden neu überprüfen könnt. Also, es gibt dann viele alternative Heilmethoden und wir müssen sehen, dass wir die generell beurteilen können. Es kommen auch jedes Jahr neue Methoden dazu. Manchmal verändern die ihren Namen, weil irgendwie ein neuer Therapeut da ist. Es ist dieselbe Sache, einfach unter einem anderen Etikett. Und dann ist es gut, dass wir Kriterien an der Hand haben, diese Sachen zu beurteilen. Und wenn wir uns mit alternativen Heilmethoden auseinandersetzen, dann betone ich hier noch einmal, erst einmal halte ich alternative Heilmethoden für gut. Ich glaube, wir als Christen tun uns keinen Gefallen, wenn wir alternative Heilmethoden per se verurteilen oder ablehnen. Warum? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Alternativ ist ja die Frage, Alternative wozu? Oder man spricht heute auch von Komplementärmedizin. Also komplementär wozu? Ergänzend wozu? Ja, ergänzend zur materialistischen Universitätsmedizin. Oder wie Alternativmediziner häufig sagen, Schulmedizin. Aber das ist dann schon abwertend. Diese Universitätsmedizin, das ist die Medizin, die einem normalen Mediziner an der Universität beigebracht wird, die entwickelt worden ist in Europa in den letzten 150 Jahren. Vorher gab es das ja eigentlich noch nicht. Und diese Medizin ist in erster Linie, wie ich versucht habe zu zeigen, eine materialistische Medizin, die davon ausgeht, der Mensch ist in erster Linie Materie, eine Entwicklung der Evolution und er kann auch auf erster Linie auf materieller Ebene geheilt werden. Und selbst wenn es manche Ärzte gibt, die von Psychosomatik reden, dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die wieder alle psychischen Erkrankungen wieder auf materielle Basis zurückführen wollen. Gerade in den letzten Jahren durch Hirnforschung. Da sagt man, ach, da sind einfach bestimmte Substanzen im Gehirn nicht da, deshalb ist eine psychische Erkrankung, also ist die psychische letztendlich auch wieder nur eine materielle. Zum Beispiel die Stoffwechselstörung. Ganz genau. Und wir wissen ja, dass tatsächlich manche psychischen Erkrankungen auf Stoffwechselerkrankungen zurückgehen. Wie ich ja vorhin gesagt habe, es können materielle Erkrankungen Auswirkungen im psychischen Bereich haben und im seelischen und im geistigen. Es gibt aber auch umgekehrt welche, die sind wirklich psychisch und die haben mit dem Materiellen erstmal nichts zu tun. Die haben natürlich auch wieder Auswirkungen auf das Materielle und auf das Geistliche. Und da dieses Konzept dort aber fehlt, müssen wir sagen, unsere Medizin in Europa ist einseitig. Und zwar einseitig materialistisch, und zwar überwiegend materialistisch. Und da wir das als Christen ja nicht teilen können, müssen wir sogar offen sein für alternative Heilmethoden. Weil nämlich dieser ganze andere Bereich der seelischen und geistlichen Bereiche gar nicht in der traditionellen Medizin vorkommt. Und die sollten wir immer berücksichtigen. Das heißt nicht, dass die Universitätsmedizin schlecht sei, nur dass sie ein Aspekt ist der gesamten Heilung des Menschen. Und dass wir sie auch nur als solche sehen müssen. Wenn wir unser ganzes Heil darauf setzen, dann werden wir viele Misserfolge und viele Frustrationen erleben. Umgekehrt, ich habe ja mehrfach betont, sie ist nicht schlecht, aber sie ist nicht das Einzige. Und deshalb alternative Heilmethoden generell ja. Erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir ja hoffentlich alle als Christen biblische alternative Heilmethoden kennen. Allen voran das von mir vorhin genannte Gebet. Wenn wir Gott um Heilung bitten, ist das eindeutig eine alternative Heilmethode. Oder habt ihr schon mal einen Zahnarzt erlebt, wenn ihr mit Zahnschmerzen dorthin kommt, der sagt, jetzt knien wir uns mal nieder und beten? Ich nicht. Ja, warum macht er das nicht? Weil er das an der Universität nicht gelernt hat. Sein Professor hat ihm doch nie gesagt, dass man für Zahnschmerzen beten könnte. Also tut er das nicht. Aber als Christen wissen wir doch, Gott kann doch auch Zahnschmerzen beseitigen durch Gebet, oder? Nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Er kann es so machen, dass meinetwegen der Zahn wieder in Ordnung ist, dass die Bakterien weg sind, was weiß ich. Gott ist allmächtig, der tut das auch. Und deshalb sehen wir, das ist eine alternative Heilmethode, die uns von der Bibel nahegelegt wird und die wir praktizieren sollten. Andere alternative Heilmethode, die wir in der Bibel finden, ist eindeutig die Salbung der Ältesten, was ich aus Jakobus 5 genannt habe. Da steht, wenn einer krank ist, dann rufe er die Ältesten, die sollen mit ihm beten und ihn salben und dann wird es besser werden, steht da. Nicht, dass er automatisch geheilt wird, aber es wird besser werden. Und danach steht dann, einer bekenne dem anderen seine Schuld. Das ist auch noch mit dabei, weil es auch eine geistliche Ebene ist. Und auch das ist wieder alternative Heilmethode. Denn wahrscheinlich werdet ihr ebenfalls keinen Zahnarzt finden,
der mal eben dann einen Ältesten der Gemeinde immer dabei stehen hat. Nicht? Und hier ein bisschen Öl, zack, mal sehen, ob es wieder gut geht. Aber in der Bibel steht das. Und wenn wir das glauben, sollten wir das auch praktizieren. Übrigens, ich habe das auch praktiziert, als ich mit meinem Krebs im Krankenhaus gewesen war. Habe ich auch die Ältesten meiner Gemeinde gerufen. Und wir hatten uns dann natürlich ein bisschen beraten untereinander erst einmal. Ja, was für Öl nehmen wir denn da? Also muss das Olivenöl sein, Salböl, geweihtes Öl? Tut es auch das Sonnenblumenöl aus dem Aldi oder so? Ne? Oder wie viel oder sonst was? Na, letztendlich sind wir zum Schluss gekommen, nicht das Öl heilt, sondern dass wir im Vertrauen auf Gott es tun, weil Gott dahinter steht. Genauso wenig wie der Dreck, den Jesus dem Blinden auf die Augen geschmiert hat, war nicht in dem Dreck besondere Substanzen, die ihn geheilt haben, sondern es war der Glaube. Bei Naaman war nicht das Wasser des Jordan, was ihn geheilt hat, sondern der Vertrauen auf Gott. Und insofern sollten wir auch das praktizieren, das ist eine alternative Heilmethode. Eine alternative Heilmethode ist ebenfalls im 1. Korintherbrief die Gabe der Heilung, die da steht. Da steht, manche haben von Gott eine Gabe der Heilung bekommen. Und die können für Menschen beten, sodass sie gesund werden. Das gibt es dort ja. Erstmal, jeder kann für Heilung bitten. Da braucht man keine besondere Begabung dafür. Dann gibt es aber welche, denen Gott das besonders aufs Herz gelegt hat, die besonders eine Begabung dafür haben. Was weiß ich wie. Und dann hört Gott darauf. Aber, auch hier müssen wir vorsichtig sein, bei dieser Begabung mit der Gabe der Heilung gibt es viel Missbrauch in unseren Tagen. Nämlich viele, die meinen, dass sie die Macht hätten, gesund zu machen. Das ist aber nicht die Gabe der Heilung. Sondern die Macht, gesund zu machen, hat allein Gott. Und wenn Gott sagt, nein, der ist jetzt noch in Sünde, ja, dann bleibt er auch, egal wie lange man dafür betet, dabei, dass er krank ist, weil der soll ja von Sünde umkehren. Das heißt, wenn ein Heiler auftaucht und euch sagt, dass er in jedem Fall gesund macht im Namen Gottes, könnt ihr schon davon ausgehen, das ist ein Scharlatan, das ist ein Betrüger. Denn selbst jemand, der die Gabe der Heilung hat, kann nicht jeden gesund machen, weil wir müssen erkennen, wo ist die Ursache der Sünde, der Krankheit. Wenn die zum Beispiel der Sünde ist, dann wird nicht vorher Krankheit behoben, bis die Sünde bekannt ist. Und da würde Gott sich ja selbst ins Bein schneiden, sozusagen. Ne? Wird er jetzt sagen, also der leidet meinetwegen die beim Abendmahl. Die sind krank und jetzt kommt eine Hergabe der Heilung, zack, gesund. Aber wie ist es? Die müssen doch bereuen, dass sie was falsch gemacht haben. Sonst hauen sie sich beim nächsten Abendmahl wieder den Bauch voll. Also das heißt, hier muss erst Sündenerkenntnis sein. Gabe der Heilung heißt nicht, dass einer wie auf magische Art und Weise plötzlich jeden gesund macht. Das ist dann eher Magie, Zauberei, Hexerei oder sonst irgendwas. Aber nicht biblische Gabe der Heilung. Aber darüber hinaus gibt es die. Es gibt Leute, die besonders von Gott befähigt sind, das aufs Herz gelegt haben, für Menschen zu beten. Aber die sollten auch so weise sein, nicht pauschal für jeden zu beten, der daher gelaufen kommt, sondern dann auch mitzuerkennen, wo die Ursache ist. Salbung. Ja. Also Salbung wird ja insbesondere im Alten Testament in mehrerlei Hinsicht benutzt. Sie wird ja benutzt, um Propheten einzusetzen, auch um Könige einzusetzen. Manchmal als Zeichen der göttlichen Bevollmächtigung, manchmal ja auch als Zeichen des Heiligen Geistes wird sie benutzt, möglicherweise bei dem Gleichnis der Jungfrauen, die da das Öl haben, vielleicht, wir wissen es nicht ganz genau. Auf jeden Fall hier eine Art gottbevollmächtigt ein Menschen, könnten wir sagen. Das ist so generell das im Alten Testament. Und so würde ich auch hier sagen, der Heilige Geist als Symbol, als Zeichen, Gott wirkt an dir. So würde ich es in erster Linie sagen. Und deshalb auch als Zeichen. Genau wie das Taufwasser macht uns nicht frei von der Sünde, sondern Gott macht uns frei von der Sünde. Das Abendmahl bringt uns nicht näher zu Gott, sondern das Abendmahl, wo Gott durchwirkt, uns entgegentritt, uns nachkommt, wir uns mit ihm identifizieren, da, ja. Also so würde ich sagen, das ist das, wie Gott wirkt. Gott benutzt äußere Mittel für innerliche, geistliche Dinge, aber diese äußeren Mittel sind nicht das eigentlich Geistliche. Gut, also zweite alternative Heilmethode ist, oder dritte wäre jetzt die Gabe der Heilung, die wir haben. Hier haben wir schon drei alternative Heilmethoden, die wir durchaus nutzen sollten. Und zwar ausgiebig hoffentlich. Deshalb habe ich auch gesagt, wenn krank, zuerst zu Gott bitten. Und ihr werdet erleben, so wie ich es auch erlebt habe, manchmal erübrigt sich schon der Gang zum Arzt dabei. Und wahrscheinlich habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht. Zu Hause gebetet und Erkrankung ist vorbei. Ich erinnere mich da immer noch an ein Beispiel, wo eine unserer Töchter krank gewesen war, hat dann irgendwann in der Nacht mit Bauchschmerzen aufgewacht und gesagt, ah, mein Bauch tut mir so weh und so. Und dann haben wir gebetet und haben gewartet und nochmal gebetet. Und ich denke, so innerhalb einer Viertelstunde waren die Bauchschmerzen weg. Und das ist doch viel besser, als zum Arzt zu gehen oder Tabletten zu schlucken. Ich sage ja nicht, dass es immer dabei bleibt. Ich weiß auch andere Fälle, da haben wir gebetet und scheinbar ist nichts passiert. Wir sind zum Arzt gegangen, Gott hat durch den Arzt gewirkt, ist ja auch super. Aber generell, dass wir mehr dieses Vertrauen auf Gott nutzen und da alternative Heilmethoden nutzen. Und alternative Heilmethoden nicht nur im geistlichen Bereich, sondern auch im weltlichen Bereich nutzen. Denn viele alternative Heilmethoden sind gut. Und nicht nur deshalb, weil sie vom klassischen Arzt nicht benutzt werden, müssen wir sie deshalb ablehnen.
Denn wir müssen auch davon ausgehen, der klassische Arzt kennt ja nicht alles. Und der klassische Arzt wird uns deshalb manche Methoden auch nicht empfehlen, weil er sie nicht studiert hat. Und zum Teil auch, weil sie ihm nicht so viel bringen. Also ich meine, ich möchte ja nicht zu böse sein, gerade bei jemandem, der hier im medizinischen Bereich tätig ist. Aber wir müssen ja realistisch sagen, der Arzt, zu dem du gehst, ist nicht in erster Linie an deiner Gesundheit interessiert, sondern am Geld verdienen. Und darüber würde ich keine Illusion machen. Der Arzt ist nicht erstmal der menschenfreundliche Kerl, der nur sagt, ach, alles tue ich jetzt, damit du gesund wirst. Sondern das geht um ein knallhartes Geschäft. Da wird genau gemessen, so viele Minuten habe ich Zeit für jeden Patienten. Jetzt für die Rezept gibt es noch ein paar Punkte dazu. Und für diese Beratung gibt es noch ein paar Punkte dazu. Und das wird genau aufgerechnet. Und ein Arzt lebt davon, dass du krank bist. Dein Hausarzt, wenn du nie zu dem gehst, der geht ja pleite. Also das heißt, ich meine, wenn ich jetzt mal wirklich etwas vielleicht ironisch auch noch dabei werte, dem Arzt ist am idealsten, du stirbst nicht, aber du bist kontinuierlich immer auf einem gewissen Level der Krankheit. Das ist für den Arzt am intensivsten, am besten. Nun, um das nochmal etwas weiterzuführen, stell dir mal vor, die Gentechnologieunternehmen, die momentan von der Produktion des Insulin leben. Insulinproduktion ist ein Milliardengeschäft. Wenn die heute ein Medikament finden würden, was Diabetes mit einer Tablette heilen würde, was meinst du, würden sie damit tun? Genau, aufkaufen und in Tresor einschließen. Ist doch ganz klar, warum? Wenn du mich einmal eine Tablette verkaufst, da verdienst du ein bisschen Geld mit, selbst wenn du die für 1.000 Euro verkaufst, selbst für 10.000 Euro. Aber einen, der lebenslang Diabetes hat, das ist doch eine Goldgrube. Da kannst du massenhaft Geld verdienen, viel, viel mehr. Und da müsst ihr dran sehen, ein Pharmaunternehmen ist nicht in erster Linie daran interessiert, dich gesund zu machen. Ein Pharmaunternehmen hat das erste Ziel, Geld zu verdienen für seine Aktionäre. Umsatz machen. Ich will euch ja jetzt nicht bösgläubig machen, dass ihr nur denkt, all die bösen Leute, all die bösen Ärzte, und dass wenn ihr das nächste Mal zum Arzt geht und sagt, du Blutsauger, du bist bloß an meinem Geld interessiert. Nein, so ja auch nicht. So böse sind die Ärzte ja auch nicht. Ich denke schon, die meisten Ärzte tun das aus auch Überzeugung, Menschen helfen zu können, aber eben nicht nur. Ein Arzt ist in erster Linie selbstständiger Geschäftsmann. Und bei manchen Erkrankungen, wenn er dir ein paar Tipps geben würde, würdest du ja nicht mehr zu ihm kommen. Nehmen wir mal an, dein Kind hat Fieber. Die einfachste Methode ist dabei, du machst sogenannte Presnitz-Wickel oder Wadenwickel. Wenn du die machst, bei den meisten Formen von Fieber hilft das. Und sogar gut und körperschonend. Aber wenn du die machst, ja, dann brauchst du ja keine Zäpfchen mehr. Und keine Säfte mehr und sonst irgendwas. Also, die meisten Ärzte, die ich kenne, verschreiben sowas nicht. Ist die Frage, ja, warum denn, wenn es doch wirkt? Ja, ich bin vielleicht etwas zu argwöhnisch, aber ich habe den Eindruck, ja, dafür gibt es ja kein Geld für solch einen Tipp. Dafür gibt es kein Rezept, dafür gibt es gar nichts. Du hast den konsultiert, da kann er höchstens einen Grundsockelbetrag abrechnen. Und solche Sachen spielen natürlich eine Rolle dabei. Und deshalb sollten wir nicht von vornherein jedem Arzt misstrauen. Das nicht. Bewusst sage ich euch jetzt bewusst, das nicht, auch wenn ich gerade in die Richtung geredet habe. Aber letztendlich musst du erkennen, der am meisten für deine Gesundheit interessiert ist, bist du selbst. Ein Arzt, das ich ja heute auch gang und gebe, das wisst ihr alle, ihr kommt zum Hausarzt, der untersucht euch 2 bis 3 Minuten. Dann ist der nächste dran. Und da ist keine eingehende Untersuchung möglich. Und was macht er? Der denkt davon aus, dieses Symptom, in 80% der Fälle ist das die Krankheit, also kriegst du jetzt dieses und jenes Medikament dafür. Und dann kommst du vielleicht 2 Wochen später wieder und merkst, das war es nicht, dann nimmt er das, was am zweithäufigsten dran ist oder am dritthäufigsten. Das hängt einfach im Medizinbetrieb so drin. Das ist einfach so. Und man kann ja auch sagen, ist ja auch ganz sinnvoll, weil das andere zu viel Zeit fordert. Ich will nur damit sagen, du bist am ersten interessiert an deiner Gesundheit und nicht der Arzt. Und bei vielen Ärzten ist das auch so, jetzt unser Sohn sollte zum Beispiel eine Operation bekommen, morgen. Jetzt hatte er 2 Sachen. Jetzt könnte man die am besten parallel machen, weil für beide sollte er eine Narkose bekommen. Aber jeder Arzt denkt jetzt an sein Geschäft, denn für jede Narkose wird speziell abgerechnet. Also muss er jetzt 2 Narkosen bekommen statt 1. Für ihn ist es schädlich. Aber für die Ärzte, die es abrechnen, das Krankenhaus, ist es günstiger. Also machen sie es so. Und dann merkst du, in Wirklichkeit, du bist am ehesten interessiert bei dem, was für dich gut ist und nicht der Arzt. Also, wie gesagt, seid nicht zu argwöhnisch,
Aber denk auch immer ein bisschen an dich selbst. Ich habe das erlebt, zum Beispiel einige, damals gab es noch Ärzte im Praktikum, gibt es heute so ja nicht mehr als Name, da haben einige auch an mir ihre Erfahrung gesammelt, als ich im Krankenhaus war, manchmal auch sehr schmerzliche, für mich schmerzliche Erfahrungen. Da habe ich auch gemerkt, ich muss zuerst an mich denken. Also nicht egoistisch, sondern, naja, ich bin ein Patient unter vielen. Wenn ich sterbe, na gut, dann sind sie vielleicht schon mal 5 Minuten traurig, aber dann war es das. Ja, zum Beispiel, da habe ich da gerade Chemotherapie bekommen. Und dann wollte man so in der Station ein bisschen mich umlegen, weil da mein Zimmer voll war. Und dann hat man mich auf ein Zimmer gelegt mit jemandem, der chronische Bronchitis hatte. Dauert aber, nicht so gewesen war. Und dann habe ich freundlich nachgefragt bei der Stationsschwester, ja, ist das denn richtig, dass ich hier so bin? Und weil ich immer wieder nachgebohrt habe, haben sie gesagt, oh ja, das war ein Versehen. Also nein, eigentlich nicht dahin. Ihr wisst vielleicht den Hintergrund, bei Chemotherapie geht ja das Immunsystem mal nicht bergab. Da kannst du dann also bei irgendwelchen kleinen Infektionen schon ziemlich großen Schaden dabei haben. Hier hatte einfach keiner daran gedacht. Und wenn du nicht selbst dran denkst, ja, hast du halt Pech. Oder meine Großmutter hatte eine Operation gehabt, ist dann an den Folgen später auch gestorben. Eine der Folgen war, die hat so ein Blutverdünnungsmittel gehabt, nicht? Und dann hat man hinterher nach der Operation einfach nicht darauf gedacht, das nur abzusenken. Hat sie weiter Blutverdünnungsmittel und hatte dann ist durch die Wunden verblutet. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das andauernd vorkommt, aber wir müssen daran denken, du musst auch immer selbst dafür sorgen, wie es dir geht und woran du denkst. Und da helfen manchmal alternative Heilmethoden schon. Und es gibt ja manchmal alternative Heilmethoden, für die wir ganz offen sein können, die ganz einfach sind. Ich habe ja Pressnitzwickel als ein Beispiel genannt. Meinetwegen, da kommt jemand zu dir und sagt, ach, ich habe immer solche Kopfschmerzen und so. Oder ich fühle mich immer so abgeschlagen. Und dann redest du etwas mit dem und stellst dir vor, der ist jetzt 10 Stunden am Tag vor dem Bildschirm in einem miefigen Büro. Die einfachste Antwort ist, geh mal regelmäßig nach draußen, morgens vor der Arbeit, danach der Arbeit, mach einen Spaziergang durch den Wald, atme tief durch und plötzlich merkst du, ihm geht es viel besser. Der braucht nicht endlos Aspirin schlucken oder sowas. Sondern es gibt manchmal so ganz einfache Lösungen, die auf Dauer helfen und viel besser und den Körper gar nicht belasten. Oder es gibt dann so einfache Dinge, tatsächlich gibt es statistische klinische Tests dafür, die sagen, dass bestimmte Formen von Kneippgüssen, nicht alle, also es gibt eine Kneippreligion, da wird dann alles durch Kneipp behandelt, aber bestimmte Güsse, wenn man sie regelmäßig macht, können zur Stärkung des Immunsystems beitragen. Sie müssen natürlich regelmäßig auch in einer bestimmten Technik gemacht werden. Das ist zum Beispiel eine einfache Methode, statt ständig nur mit Antibiotika herumzulaufen, wenn man bestimmte Anfälligkeiten hat. Also das heißt, Lebensweise umstellen. Auch Ernährung. Es gibt ja Leute, die machen eine Ernährungsreligion. Das ist dann auch falsch. Also es gibt die Leute, die ihr Leben lang nur darum kämpfen, möglichst gesund zu sterben. Ja. Tatsächlich, die investieren jeden Tag 5 bis 10 Stunden nur, dass das Biogetreide auch tatsächlich bei Vollmond gepflanzt ist und dann genau frisch auch gemahlen ist und so weiter. Also, und dann hast du so viel Energie, dass praktisch deine Lebensverlängerung, wenn sie überhaupt stattfindet, dir nichts mehr bringt, weil du dir alles aufgebraucht hast für deine Gesundheitspflege. Also das ist dann nicht sinnvoll. Und deshalb, das ist ja eine Gesundheitsreligion. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die ihre Gesundheit mit Füßen treten. Denn wenn du dein Leben lang nur von Hamburger und von McDonalds lebst, musst du dich auch nicht wundern, wenn du dadurch krank wirst. Also es gibt schon, dass wir herausgefordert werden, eine Ausgeglichenheit. Nicht nur dafür sorgen, alles uns darauf abstellen, so viel Zeit und Energie. Auf der anderen Seite aber auch nicht in den blauen Tag hineinleben. Massenhaft nur von Zucker und Fett und was weiß ich hier zu leben, ohne dann eine Ausgewogenheit zu haben. Dann muss man sich nicht wundern, wenn mit der Zeit alle möglichen Erkrankungen auftreten. Und das ist auch alternative Heilmethode. Manche Ärzte empfehlen das, aber bei vielen Ärzten wirst du erst therapiert, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Jetzt so ein bisschen entdeckt man in den letzten Jahren, Vorsorge nennt man das ja, dann werden solche Sachen schon mit erwähnt. Und das ist ja auch alternative Heilmethode, die wir uns zunutze machen sollten. Und da gibt es ja manche ganz einfachen Regeln. Nicht? Da muss man gar nicht viel suchen. Einfach regelmäßig Früchte essen, regelmäßig Gemüse essen, nicht zu viel Süßes, nicht zu viel Fett und solche Sachen. Weiß ja eigentlich jeder von uns. Bewegung. Und Bewegung, nicht? Genau, kommt genauso dazu. Und dann merken wir alternative Heilmethoden, die uns nutzt. Und jetzt könnten wir verschiedene alternative Heilmethoden dazu nennen, die erstmal per se positiv sind. Und das möchte ich als Ausgangspunkt machen. Alternative Heilmethode ist nicht generell schlecht, aber... Und hier muss natürlich eine Einschränkung kommen. Nicht jede alternative Heilmethode ist deshalb gut. Dafür gibt es beispielsweise verschiedene Schranken, die wir alle haben. Egal ob gläubig oder nicht gläubig. Eine unserer Schranke, warum wir sagen, diese alternative Heilmethode ist nicht sinnvoll oder ich praktiziere sie nicht, ist eine finanzielle Schranke. Nehmen wir einmal an, du leidest regelmäßig unter Kopfschmerzen. Einmal im Monat ein Tag Kopfschmerzen. Bei einer Frau geht das zum Beispiel so. Und jetzt nehmen wir an, ich habe ein neues Medikament entwickelt,
eine kleine Tablette und ich verkaufe die dir und die hat tatsächlich 100% Erfolgschancen. Wenn nicht, bekommst du das Geld zurück. Aber diese Pille kostet die kleine Summe von 1 Milliarde Euro. Eine Pille. Ich will auch was verdienen für meine Forschungsarbeit. Ne? Jetzt die Frage, würdest du die kaufen? Jetzt sagen die meisten wahrscheinlich, ja, so viel Geld habe ich ja gar nicht. Dann sage ich, okay, ich gebe mich auch mit allem zufrieden, was du dein Leben lang verdienst. Den Rest wird ja am Ende des Lebens erlassen. Würdest du sie kaufen? Die meisten würden hier sagen, egal ob ja oder nein, nein, dann vielleicht lieber einen Tag Kopfschmerzen und dafür kann ich in Urlaub fahren, kann ich ein Auto haben, kann ich mein Haus haben, kann ich ordentlich essen, kann mir meine Schallplatte kaufen, kann auch mal Geld spenden. Das könnte ich ja alles nicht tun, wenn ich jetzt nur diese Pille essen will. Was hätte ich noch davon? Lieber dann mal Kopfschmerzen, würden wahrscheinlich die meisten sagen. Die Frau in der Bibel gemacht. Bitte? Die Frau in der Bibel hat doch ihr ganzes Vermögen noch an die Heilpraktiker verwendet. Ja genau, gerade die mit dem Blutfluss. Ja, ne? Ja. Und es hat ihr doch nicht geholfen. Es hat ihr doch nicht geholfen dabei. Ja. Also hier, die meisten würden wahrscheinlich sagen, wenn es nicht gerade eine lebensbedrohliche Krankheit ist, also lebensbedrohliche Krankheiten, da würden wir wahrscheinlich auch sagen, was habe ich von dem Geld noch, wenn ich sterbe? Aber es gibt ja viele Erkrankungen, die sind nicht lebensbedrohend, sondern die sind einfach, unsere Lebensqualität wird dadurch eingeschränkt. Und da würden wir wahrscheinlich alle sagen, wir haben alle eine finanzielle Grenze, wo wir sagen, nicht nur so viel habe ich, sondern ich bin nicht bereit, so viel dafür zu zahlen, wenn es nicht die Allgemeinheit bezahlt, sondern ich aus eigener Tasche. Erstes, also finanzielle Grenze. Zweite Grenze, die wir hätten, wahrscheinlich alles eine moralische. Wo wir sagen würden, bestimmte Methoden, selbst wenn sie helfen, würde ich aus moralischen Gründen nicht akzeptieren. Ein anderes Beispiel, ich habe einmal im Monat Kopfschmerzen. Jetzt habe ich wieder eine Pille, 100%ige Erfolgschance, sonst gibt es auch das Geld zurück. Diese Pille wird aber hergestellt aus dem Gehirn von lebenden Menschen. Der darf nicht tot sein, also kein Hirntoter. Also das heißt, es müssen irgendwo Menschen umgebracht werden, damit diese Pille hergestellt wird, damit du keine Kopfschmerzen hast. Die musst du natürlich regelmäßig nehmen, jeden Monat. Ne? Würdest du das tun? Ich hoffe, keiner nickt jetzt dabei, sonst würde ich sagen, also du als Christ, da stimmt aber was nicht. Dann ist ja klar, Mord ist verboten und wir können keinem das Gehirn rausnehmen, ohne ihn zu ermorden. Also, wenn deine Kopfschmerzen weggehen, dadurch, dass ein anderer ermordet wird, sagst du, hier ist eine moralische Schranke. Moralisch, ich bin nicht bereit, das mitzutragen. Ich mache im Bewusst jetzt etwas Extremes. Wir werden hinterher bei der Diskussion sehen, manche Sachen sind weniger extrem. Wir müssen sehen, wo ist dann noch die moralische Grenze? Und die wird bei Ungläubigen anders sein als bei Gläubigen. Aber selbst die meisten Ungläubigen, die ich gefragt habe, die haben mir dann auch gesagt, nein, also dass jemand anders stirbt für mich, da bin ich nicht bereit dafür. Und das ist ja gar nicht so aus der Luft gegriffen. Immer wieder gibt es ja Gerüchte und manchmal ernsthafte Hinweise auf Organhandel zum Beispiel. Ne? Und da geht es dann darum, meinetwegen, da wird einer, ne, ein Straßenkind in Brasilien umgebracht, ach, das Herz passt gut, wird dann jemand in den USA eingepflanzt, der dafür, was weiß ich, 50.000 Dollar bezahlt. Nun, manche Sachen sind nur Gerüchte, bei einige Hinweise, zum Beispiel in Indien und auch in Südamerika, auf Nierentransplantation, die sind belegt. Da geht es allerdings darum, der wird nicht gleich umgebracht, sondern wird einfach eine Niere rausoperiert, so und so viel Geld bezahlt, meistens eine geringe Summe und dann wird die transplantiert. Aber in Wirklichkeit ist ja genau das, sind wir bereit, moralisch diese Kosten zu tragen oder nicht? Sind wir bereit, das zu tun? Finanziell, moralisch, das andere ist dann geistlich. Das hat ein Ungläubiger natürlich nicht, das haben wir. Typisches Beispiel, Kopfschmerzen wieder. Ich sage dir, ich habe eine Heilung und zwar, du musst deine Seele nur mit deinem Blut dem Satan überschreiben, Unterschrift dazu, und dann sind deine Kopfschmerzen weg. Och, der Satan würde das tun. Das ist ein billiger Preis für eine Seele, für ihn. Würdest du das tun? Ich bin übertreibe natürlich bewusst, nicht? Aber die meisten von uns würden sagen, nein, dann lieber Kopfschmerzen, als meine Seele dem Satan zu geben. Ich hoffe, dass ihr das sagen würdet. Und hier sehen wir jetzt auch noch eine Grenze. Jetzt sind ja bewusst radikale Grenzen, die in den meisten alternativen Heilmethoden so nicht vorkommen, aber nur an den Radikalen kann ich deutlich machen, dass es eben Grenzen gibt und dass wir als Christen nicht die Auffassung teilen, Gesundheit um jeden Preis oder wer halt hat Recht oder so etwas, sondern für uns als Christen kann auch ein gutes Ziel nicht erreichbar sein, weil der Weg, den wir dahin gehen, falsch ist. Also das gute Ziel rechtfertigt nicht jeden Weg. Das ist der Gedanke dahinter. Also das gute Ziel Gesundheit, da können wir als Christen nicht jeden Weg legitimieren, dieses Ziel auch zu erreichen. Wieder ein Beispiel, meinetwegen wir an der Bibelschule Brake brauchen immer mal wieder Geld, so für Umbau und all solche Sachen. Deshalb, ihr könntet ja eure Zeit hier auch nutzen. Was weiß ich, heute Nachmittag geht ihr zur Sparkasse nach Lemgo, die überfallt ihr mit eurer Kanone, sagt Geld her. Und nachher geht ihr zu unserem neuen Schulleiter und sagt, hier, 100.000 Euro erbeutet, jetzt könnt ihr mal wieder richtig bauen. Ich schätze mal, der Matthias Rüther würde euch zurück zur Bank schicken und sagen,
zurück, du musst bekennen, du armer Sünder, stell dich der Polizei, nein, das Geld können wir nicht nehmen. Ja, warum? Weil das Ziel ist ja gut. Geld für die Bibelschule Brake, für die Arbeit, das ist gut. Der Weg dahin ist aber falsch, also können wir den nicht annehmen. Und genauso ist bei der Gesundheit auch. Gesundheit als Ziel ist gut, wenn der Weg dahin falsch ist, dann müssen wir den Weg ablehnen, obwohl er vielleicht erfolgreich ist. Ja, aber nee, Situationsethik ist das gerade nicht. Situationsethik wäre es, wenn ich von Situation zu Situation beschreibe. Hier ist es so, wenn der Weg, auf dem ich etwas Gutes erreiche, unmoralisch oder biblisch falsch ist, dann ist auch der Weg, das Ziel, was ich erreiche, abzulehnen. Das ist das Prinzip. Situationsethik wäre, wenn ich von Fall zu Fall unterscheide. Ich glaube, hier, bei dem Beispiel, was du nennst und was ich jetzt genannt habe, besteht ein großer Unterschied darin, dieses Geld war vielleicht unmoralisch, aber dass er das Geld hat, ist nicht Sünde. Und das Geld, was er hat, kann er auch geben. Wenn der jetzt sagen würde, ich will dir Geld geben und dafür schicke ich jetzt 10 Prostituierte auf die Straße. Und dann würde er sagen, okay, schick die Prostituierten los und gib mir dann das Geld. Das würde er wahrscheinlich auch nicht tun. Da würde er auch nicht sagen, jetzt segnen wir das Geld einfach dadurch. Das geht nicht. Hier war das Geld ja schon erreicht und er besaß es. Und nach juristischem Recht und auch nach biblischem Recht war das Geld rechtmäßig erworben, aber auf dem falschen Weg. Und wenn derjenige jetzt dieses Geld, was er falsch erworben hat, weitergeben will, aber das war ja nicht illegal erworben, das Geld, wenn er das weitergeben will, dann kann man so etwas machen. Aber der große Unterschied besteht daran, hier ist ja nicht der Weg, das erworben zu haben oder das, was jetzt noch kommt, wo ich jemanden beauftrage, wo ich ihn dahinter stelle, das ist falsch. Also da ist der Unterschied. Natürlich kann ein Ungläubiger auch einen gläubigen Werk spenden, obwohl er Sünder ist und ungläubig ist. Und dann kann man das Geld verwenden. Aber tatsächlich, wenn ich weiß, und da würde er wahrscheinlich in einer ähnlichen Richtung sein, jetzt geht jemand los, überfällt eine Bank, damit du das Geld hast, dann würden wir, glaube ich, alle sagen, nein, hier ist der Weg illegal, staatlich wie auch biblisch. Alkohol verkaufen wird in der Bibel nirgends verboten. Nur, dass Leute zur Sucht, zum Alkoholismus verführt werden, das wird verboten. Also deshalb, der Erwerb ist hier indirekt problematisch, aber an sich, das, was er tut, ist nicht direkt die Sünde. Die Sünde ist, dass es übermäßig konsumiert wird und dass er das vielleicht unterstützt.